Klaus. Warte kurz, John, ich bin noch nicht fertig. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, oder bist du als Kolibri unterwegs? Ich trinke Schluck für Schluck. Hör zu, Klauschen, bevor man 60 Bier trinkt, die ja alle die Kehle runter müssen, musst du erstmal tief durchatmen und dann stapelt sich das alles auf. Ist mir wurscht, ich sauf einfach. Ach ja? Jetzt komm und nimm den Karton mit. Hey, Johnny. Oh, Henny, ich hatte eigentlich gut, vor... dass ich dich treffe. Ich hab was Schönes für dich. Ja, ich suche noch einen Busfahrer. Für 15 Tagestouren. Eine Tour durch die Stadt mit einer Verkaufsveranstaltung in der Remise. 15% Provision und ein ganz schön üppiges Trinkgeld. Aber daran musst du die Leute schon deutlich erinnern. Es sind nämlich Ältere. Fern, ich dachte, Chris macht das für dich. Chris? Ja? Sitzt zu Hause. Die vom Sozialamt beobachten ihn genau. Und dieser Job ist natürlich so schwarz wie eine Raucherlunge. Ich würde dir gern helfen, Henny, aber bei mir liegt immer noch der Camaro von Benny im Hinterzimmer und das ist ein ganz schön anstrengender Bausatz. Ist das immer noch nicht fertig? Nein, leider nicht. Das wird höchste Zeit, aber immer kommt irgendwas dazwischen. Gerade musste ich wieder dieses Ding für meine Schwester holen. Aber ich habe noch viel mehr Jobs. Kannst du mir wirklich nicht helfen? Tut mir leid, das würde ich wirklich gerne. Ja, sehr gerne. Komm mit, Klaus. Und was ist mit Henki? Ich habe da eine Fuhre Klone aus China. Die müssen angepasst werden. Chinesische Clowns? Du weißt schon, PCs. Meine Kunden mögen die chinesischen Zeichen nicht. Es muss doch irgendwie lesbar sein, verstehst du? Lesbar, lesbar. Schön, ich werde es Henki sagen. Komm mit, Klaus. Und Kees, hat sie am Wochenende noch Zeit? Wieso? Kennst du den polnischen Eisbrecher, der im Hafen liegt? Du meinst den einen, der schon seit einem Jahr an der Kette liegt? Ja, da sitzen 30 Mann drauf. Die haben schon 3 Monate lang nichts Normales gegessen. Trinken jeden Tag Regenwasser und sie sitzen die ganze Zeit im Dunkeln. Du darfst raten, was sie am liebsten hätten. Okay, ich werde es Kees sagen, aber ich kann dir nichts versprechen. Also, wir müssen jetzt wirklich weggehen. Wir sehen Nein, uns. Nein, Jungs, trink erst einen mit. Ich muss nur mal kurz telefonieren. Hey, und wie wär's mit mir? Klaus, die Matrosen kommen sicherlich aus Polen, aber die sind nicht völlig verrückt. Nein, ich meine, hat Henny nicht auch was für mich? Ich will auch mal ein bisschen schwarz jobben. Henny hat, wie soll ich sagen, das Vertrauen in dich etwas verloren. Warum? Ich kann das gut. Erinnerst du dich noch an den Deal mit den tropischen Fischen? Ja, das ist doch gut gegangen. Nein, Klaus, das ging absolut nicht gut. Okay, das Filetieren war ein bisschen nervig, aber sie waren super lecker und irre knusprig. Klaus, die fischigen Biester waren fürs Aquarium. Und sie wurden illegal von den Fidschi-Inseln über Ägypten und Moskau in der Unterwäsche einer Kutte von Kartäuser Klostermönchen in unser Land geschmuggelt. 30 Kracher pro Stück. Das ist doch viel zu teuer. Ja. Du hast sie für 1,50 verkauft. Außer die Panierten. Die kosteten 2 Gulden, das darfst du nicht vergessen. Komm und nimm den Karton, Sklave. Dürfen Sklaven vielleicht noch mal kurz pissen gehen, oder? Hör auf zu nörgeln, komm endlich. Entschuldigung. Jetzt stell dich doch nicht so an. Oh.
Ich mach mir gleich in die Hose, Johnny. Schmier's dir in die Haare. Ja. Der ganze Nachmittag im Eimer. Das ist das letzte Mal, dass ich was für Kies besorgt habe. Das nächste Mal kann sie das allein machen. Dann braucht sie aber das Auto. Hey, niemand fährt mit diesem Wagen außer mir. Bist du jetzt irgendwann mal fertig? Was hast du denn gesoffen? Das ist alles noch von gestern. Hey, siehst du den Kerl? Ja. Er hat schon ein paar Mal geklingelt, guck mal. Das ist ein Einbrecher. Also als Einbrecher ist er kein guter. An was siehst du das? Würdest du so einbrechen an der Vorderseite eines Hauses am helllichten Tag und dann es klingeln? Okay. Bitte, Kies, und viel Spaß. Ah, mein Muskeltrainer. Na, endlich. Das sind dann 460 Kracher für 16 Kilo Eisen. Ja, aber von nun ab kann ich meine Kondition gut halten. Wieso? Hast du noch nicht genug körperliche Bewegung? Ich nicht. Ich habe zufällig mit dem Jungen gesprochen, mit dem du am Wochenende ausgewesen bist. Weißt du, dass er erst jetzt wieder seine Knie beugen kann, um seine Schnürsenkel zuzumachen? Oh, der Herber, der macht auch einfach nichts zu Ende. Wie dem auch sei, 460 Kracher. Ja, was ist damit? Das kostet das und das musst du bezahlen. Habe ich nicht. Schreib's mal auf. Aufschreiben? Auf was? Auf meinen Bierbauch? Johnny, ich kann es wirklich von dem Trinkgeld, das wir jeden Monat von der Gemeinde bekommen, nicht bezahlen. Kies, niemand kommt damit über die Runden. Darum packen wir gelegentlich mal so richtig an. Für ein extra Taschengeld. So funktioniert das. Naja, ich will ja gerne arbeiten. Aber dann muss ich in die Stadt. Also brauche ich ein Auto. Und deins bekomme ich ja nicht. Niemand fährt dieses Auto. Außer Johnny. Danke, Klaus. Ich komme von jetzt an gut selbst zurecht. Übrigens, ihr verdient doch genug Schwarz dazu. Hör mal, Johnny, räumen wir dieses Zeug hier nochmal auf? Ich habe die Zeitung noch nicht mal gelesen. Mensch, Ma, ich war gerade dabei, den Motor zusammenzubauen, aber da musste ich für Kies das Fitnessgerät holen. Denk dir doch ein anderes Hobby aus. Ma, wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Das ist mein Leben, das ist meine Liebe. Und wegen der Nebenbei-Jobs können wir uns irgendwie noch was extra leisten. Zum Beispiel? Wie, Wie das Gerät von Kies. Das nun gerade nicht, das muss sie selbst bezahlen. Ich will hier gleich essen. Geht das in deinen Schädel? Hi, Henki, haben Tut und du keine Schule heute? Der Lehrer ist krank. Schon wieder? Ja, was willst du? Ah, Frau Flodder. Johnny. Klaus. Ich komme kurz vorbei, weil ich heute Morgen im Gemeindehaus was aufgeschnappt habe. Wenn das mal nicht ansteckend ist. Verstehe schon, witzig. Ich meine, als ich heute Morgen etwas gehört habe, ich habe mit Reinhold Müller gesprochen, von der Sozialhilfe. Der ist gerade dabei, seine Abteilung neu zu organisieren. Also war ich neugierig, was Werner, ich will diesen Freitag noch mit den Jungs um die Häuser ziehen. Bist du um die Zeit fertig oder soll ich ihn besser telefonisch absagen? Gut, was ich sagen wollte, sie werden die Schwarzarbeitskontrollen wieder mal verstärken. Was? Wirklich, ich habe auch gekocht. Als ob jeder Sozialhilfeberechtigte irgendeinen Gelegenheitsjob hätte. Wie kommen die da nur wieder drauf? Ist das aus deinem Auto, John? Ja, Werkstattkosten kann ich nicht bezahlen, also muss ich es irgendwie selbst reparieren. Ich bin stolz auf euch. Ihr packt wenigstens an, um irgendwie hinzukommen. Wie machen das die anderen? Die Schwarzarbeitkontrollen, das kapiere ich nicht. Was soll ich mir darunter vorstellen? Es gibt da einen Inspektor, der Sozialhilfeempfänger scharf unter die Lupe nimmt. Also, die sehen nach, ob sie was dazu verdienen. Ja, und... Die Identität des Inspektors ist geheim. Niemand weiß, wer es ist. Also kann es jeder sein? Ja, es kann jeder sein. Was glotzt du so? Ich bin's nicht, Johnny, wirklich nicht. Nein, Dorftrottel, erinnerst du dich denn nicht heute Morgen im Auto? Ich finde es ein Skandal, dass sie ehrliche Bürger einfach bespitzeln. Du kannst darauf wetten, dass ich hier Beschwerde einlegen werde. Ach, das ist spitze von dir, Werner. Aber mach dir auch keine Sorgen. Wir sind die ehrlichsten Sozialhilfeempfänger weit das und breit. Das habe ich Herrn Müller auch gesagt. Ich sage das einmal noch mal kurz. Worüber ging's da die ganze Zeit? Ein Einbrecher, Ma. Am helllichten Tag. Und er stand auf der Vorderseite vom Haus. Und zuerst hat er geklingelt. Du kriegst die Motten. Meine Zigarren sind alle. Leute, wir haben ein Problem. Das kann man wohl sagen. Weil das Gerät ist ja fantastisch. Ich habe... Was guckt ihr denn so traurig?
Also Klaus und ich haben den Inspektor heute Morgen gesehen, und zwar hier in der Siedlung. Er schaut in alle Fenster rein. Das soll er bei uns nicht versuchen. Whisky schnappt ihn sofort am Fuß. Eher weiter oben, würde ich sagen. Ma, wenn Sie uns weiter unter die Lupe nehmen, dann kann ich solche Jobs in Zukunft vergessen. Dann können wir wenigstens wieder an den Tisch. Ma, du verstehst das nicht. Keine Jobs, keine Mäuse. Ich bin noch immer gut mit meinem selbstgebrannten Geneva über die Runden gekommen. Das ist dann auch endgültig vorbei. Die spionieren uns Tag und Nacht hinterher. Und was ist denn mit Hankys Reparaturservice? Das fällt nicht auf, sicher. 3 Fernseher am Tag rein- und rausschleppen. 6-mal in der Woche. Na, wir müssen was tun. Wir müssen uns was ausdenken, um den Inspektor auf die eine oder andere Art irgendwie zu übertölpeln. Oh nein, vergiss es, Johnny. Ich zieh mich nicht wieder aus. Okay, es ist für einen guten Zweck. Ich habe meinen Muskelmaster schon, also ist es deine Sache. Ma, du brauchst doch Zigarren. Ja, holst du noch ein paar neue oder was ist? Würde ich gern, aber das ganze Geld ist für das Gerät von Kees draufgegangen. Und wenn wir jetzt nichts mehr dazu verdienen können, dann... Kees, abliefern das Ding. Ma, das ist ungerecht. Das ist meins. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist mein Haus. Verstanden, Johnny? Okay, okay, Johnny. Was hast du dir ausgedacht? Also, zu Kees. Johnny, ich weiß schon alles, diese Penner vom Sozialamt. Weißt du, dass ich niemanden kriege, der einen Betonboden gießt oder einfach nur einen Keller auslebt? Ich werde persönlich dafür sorgen, dass das aufhört. Der Inspektor muss weg. So höre ich's gern. Wie viele Leute brauchst du? Nein, ich mach das anders. Kann ich mir deine Videokamera leihen? Ich habe einen Vorschlaghammer, der ist viel schwerer. Nein, ich habe einen anderen Plan. Ich werde mit Hilfe deiner Videokamera den Inspektor in Verruf bringen. Die Kamera funktioniert auch bei künstlichem Licht. Nein, ich meine was anderes. Moment mal, ich muss was für meine persönlichen Bedürfnisse tun. Mach nur, aber ich glaube, das Klopapier ist alle. Heiliger Strohsack. Nicht schlecht. Was meinst du? Leslie? Hey! Johnny! Karlchen, das ist Leslie, meine Freundin. Enchanté. Gesundheit. Tja, Karlchen, ich schätze, wir haben eigentlich alles geklärt mit dem... Was machst du eigentlich? Oh, das ist was zwischen Karlchen und mir. Du musst immer so geheim tun. Naja, nicht immer. Ich sag doch auch, wie ich heiße. Ja, und dass du gern Pommes mit Zwiebeln isst. Das ist fast alles. Du sprichst eigentlich nie über deine Freunde oder deine Eltern. Hast du überhaupt welche? Nun, meiner Meinung nach habt ihr noch einiges, worüber ihr sprechen könnt. Dann gehe ich mal wieder. Ich muss noch. Tschüss, Leslie. Johnny. Tschüss, Karlchen. Kann ich dann heute Abend mal kurz reinschauen um... 8 Uhr? Siehst du, jetzt schon wieder. Was ist denn das für eine Geheimsprache? Da geht's um Geschäftliches. Zerbrich dir nicht deinen schönen blonden Kopf deswegen. Bist du? Was machst du hier? Ich habe mich verirrt. Was? Ja, ich bin den ganzen Tag gelaufen und da wollte ich mich ein bisschen ausruhen. Aber das Auto da vorne, das hat so harte Sitze. Und das Auto da gegenüber, da sind die Sitze wieder viel zu weich. Aber die Sitze hier sind genau richtig. Nicht zu hart und nicht zu weich. Und was hast du jetzt vor, Sonnenscheinchen? Würde dir was Nettes einfallen? Oh. Fass sie an, Johnny. Kann ich schon winken? Nein, ich habe noch nichts gefilmt. Du darfst erst winken, wenn ich gefilmt habe. Mistding. Und Karlchen meinte, dass es einfach geht. Beeil dich, Johnny. Der liegt schon auf ihr drauf. Ja, ich bin beschäftigt, Mann. Der auch, Johnny.
Wow. Hast du das gesehen? Hast du das auch drauf, Johnny? Nein, ich bin auch dabei, das Datum einzustellen. Ach, lass das doch. Du musst das filmen. Hey, Schwachkopf, könntest du vielleicht mal helfen? Na, Mädel? Du bist ganz schön vom Weg abgekommen, hä? Aber ich hab hier was für dich, dass du in Zukunft auf dem rechten Pfad bleibst. Bitte schön, mein Kind. Nein, 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 Johnny, das Knöpfchen da. Das weiß ich, Klaus, das weiß ich, aber es funktioniert nicht. Das rote Lämpchen, es brennt nicht, die Kiste ist kaputt. Scheiß Mistkerle, das war überhaupt kein Inspektor, das war so ein Bibelverkäufer. Was? Dafür habe ich mich nur ins Zeug gelegt. Hey, toll, hast ein Buch dazu gekriegt. Brauchst du die hier wohl auch mit mir? Ei, na, das wird Karlchen nicht so gut finden. Jetzt wird sie wohl wahrscheinlich ganz kaputt sein. Deine Freundin vor uns. Leslie, was machst du denn hier? Sie ist doch ein nettes Ding, nichts Verkehrtes. Du hättest ruhig sagen können, dass du in so einer netten Gegend wohnst, Johnny. Und in so einem Haus. Ach, er ist eben kein Angeber. Was habt ihr für viele Fernseher? Wie viele Kanäle kriegt man hier eigentlich? Weißt du, die Fernseher sind alle kaputt? Ja, ich repariere sie für 75 pro Stück. Ach so? Schön. Und das ist das Hinterzimmer? Nein, das ist die Werkstatt von Johnny. Ma, ich hab doch gesagt, dass ich heute an dem Motor arbeiten will. Ja? Flotter. Johnny. Vielleicht. Wer will das wissen? Naja, mich schickt ein, ein Karlchen. Und worum geht's? Er sagte, dass ich zu dir kommen sollte wegen Jobs. Was meinen Sie eigentlich mit Jobs? Ganz normal, Junge. Anbau, Verdrahtung, Beschläge, so in der Art. Naja, es ist ganz schön viel Arbeit. Vielleicht kennst du noch ein paar andere Leute, die auch helfen können. Haben Sie schon mal ans Arbeitsamt gedacht? Was ist denn mit dir los? Ich biete dir Arbeit an. Hä? Schwarz! Ist denn das so schwer zu verstehen? Aha, da sind Sie hier völlig an der verkehrten Adresse. Sie meinen Schwarzarbeiter, Leute, die neben ihrer Sozialhilfe durch Jobben noch schwarz ein bisschen dazu verdienen. Nein, da haben Sie die völlig verkehrte Person vor Ihnen. Sag mal, hast du eine Macke oder so? Vollpelz! Deinen verdammten Namen werde ich mir merken, Flotter! Gut so, und schreiben Sie noch dazu, dass ich keinerlei Schwarzarbeit mache. Was war da los? Also, das war jetzt der Inspektor, der kam, um uns zu testen. Wir können Arbeit bekommen. Nein, wir können aus dem Sozialhilfeanspruch rausfliegen, Klaus, aber wir passen auf. So ist das. Ja, hallo? Johnny, Karlchen ist dran. Hallo, Karlchen, was ist los? Was? Harry, wer? Und das sagst du jetzt erst? Was sagst du da? Mann, wie soll ich denn das wissen? Woher denn? Schlechte Neuigkeiten, Johnny? Das war also nicht der Inspektor. Hey, vielleicht können wir ihn einholen. Also, ich werde noch völlig verrückt von diesem Inspektor-Getue. Diesen Werner lassen wir in Zukunft nicht mehr rein. Blöder Panikmacher. Wo ist das Problem? Ich verstehe hier gar nichts. Die Gemeinde lauert Schwarzarbeitern auf. Ja,
Aber dann gibt's doch keinen Grund zur Unruhe. Du arbeitest nicht schwarz, das hast du gerade noch gerufen. Ich arbeite immer schwarz. Ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Lohnstreifen gesehen. Ach ja? Ist Klaus das so? Klaus und ich führen die Trottel vom Sozialamt seit Jahren an der Nase ja. um. Was sind das für unglaubliche Blödfurze? Hey, gehst du schon? Ja, mir fällt ein, dass ich heute noch ein bisschen arbeiten muss. Arbeit? Was für Arbeit? Ich muss noch einen Bericht fürs Sozialamt schreiben über Schwarzarbeit. Über Schwarzarbeit in Sonnenthal. Guten Tag. Leslie! Ich bin der Inspektor. Was für eine Überraschung, nicht wahr? Was? Wie? Ich verstehe gerade so gut wie gar nichts. Ich schon, Johnny. Die Schlampe hat dich die ganze Zeit an der Nase rum. Warte mal, warte mal! Leslie? Also die Sozialhilfe, die seid ihr jetzt los. Dafür werde ich sorgen. Außerdem dürft ihr sie sogar für die vergangenen Jahre zurückzahlen. Wovon sprichst du? Sie meint, dass wir... Hast du es immer noch nicht kapiert? Eure Schwarzarbeit, das ist vorbei. Endgültig vorbei! Welche Schwarzarbeit? Was meinst du eigentlich? Hörst du nicht? Was ist denn jetzt mit dir los? Ich weiß immer noch nicht, wovon Leslie redet, Ma! Soll ich noch deutlicher sein, du Idiot? Gerne. Ihr kassiert jeden Monat Sozialhilfe und währenddessen jobbt ihr hier und da noch zusätzlich. Und zufällig hasse ich Schwarzarbeiter. Schmarotzer des gesellschaftlichen Zusammenlebens seid ihr. Und ich werde dich verpfeifen, Johnny. Dich und deine ganze Familie. Ich habe genug Beweise. Und wenn du es nur wagst, etwas zu verdunkeln, dann weiß ich noch andere Tricks, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Drohungen, persönliches Racheverhalten, Druckausübung im Verfahren. Es ist nur gut, dass die Kamera das alles aufgenommen hat. Die ist eine Schande für das Amt. Sie hat ihre berufliche Betrachtungsweise der Sache durch ihre persönliche Betroffenheit beeinflussen lassen. Und schreien kann die erst tierisch. Naja, sie hat die Nerven verloren, als ich mit ihr Schluss gemacht habe. Und dann hat sie auch gleich Ausschlag gekriegt. Ich kann dir versichern, dass der Bericht das richtig erklärt wurde. Dafür habe ich schon gesorgt. Diese Art von Dingen tolerieren wir im Büro nicht. Wir sind gewöhnlich sehr milde, aber in solchen Angelegenheiten ziehen wir alle an einem Strang. Im Namen der Gemeinde bitte ich hiermit um Entschuldigung für diese unangenehme Situation. Ach, Werner, was soll's? Wir kommen schon drüber hinweg. Du findest doch den Weg raus. Entschuldigung. Johnny, jetzt verstehe ich, warum du nie was von der Kuh erzählt hast. Die taugt einfach nichts. Also, was war jetzt eigentlich genau los? Erklär mir das doch mal. Was soll ich dir denn erklären? Wir holen Fische unter Wasser Luft. Warum ist eine Gasflamme blau? Das auch. Aber warum ist eigentlich alles so gut gelaufen? Ich meine, wir arbeiten doch schwarz. Du hast Werner doch gehört. Das Mädel ist einfach zu weit gegangen. Sie hat Dinge gemacht, die sie als Beamter nicht machen darf. Zum Beispiel drohen und so. Tja, und dann haben sie ihren Bericht abgelehnt, wegen Formfehler. Formfehler? Mhm. Ich habe keine Fehler an ihren Formen entdeckt. Kann ich schon winken? Nein, ich habe noch nichts gefilmt. Du darfst erst winken, wenn ich gefilmt habe. Hm.
Mistding. Und Karlchen meinte, dass es einfach geht. Nein, nicht Johnny, der liegt schon auf ihr drauf. Ja, ich bin beschäftigt, Mann. Der auch, Johnny. Wow. Hast du das gesehen? Hast du das auch drauf, Johnny? Nein, ich bin auch dabei, das Datum einzustellen. Ach, lass das doch. Du musst das filmen. Hey, Schwachkopf, könntest du vielleicht mal helfen? Na, Mädel? Du bist ganz schön vom Weg abgekommen, hä? Aber ich hab hier was für dich, dass du in Zukunft auf dem rechten Pfad bleibst. Bitte schön, mein Kind. Nein, 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 Johnny, das Knöpfchen da. Das weiß ich, Klaus, das weiß ich, aber es funktioniert nicht. Das rote Lämpchen, es brennt nicht, die Kiste ist kaputt. Scheiß Mistkerle, das war überhaupt kein Inspektor, das war so ein Bibelverkäufer. Was? Dafür habe ich mich nur ins Zeug gelegt. Hey, toll, hast ein Buch dazu gekriegt. Brauchst du die hier wohl auch nicht mehr? Ei, na, das wird Karlchen nicht so gut finden. Jetzt wird sie wohl wahrscheinlich ganz kaputt sein. Deine Freundin vor uns. Leslie, was machst du denn hier? Das ist doch ein nettes Ding, nichts Verkehrtes. Du hättest ruhig sagen können, dass du in so einer netten Gegend wohnst, Johnny. Und in so einem Haus. Ach, er ist eben kein Angeber. Was habt ihr für viele Fernseher? Wie viele Kanäle kriegt man hier eigentlich? Weißt du, die Fernseher sind alle kaputt? Ja, doch. Kennst du den polnischen Eisbrecher, der im Hafen liegt? Du meinst den einen, der schon seit einem Jahr an der Kette liegt? Ja, da sitzen 30 Mann drauf. Die haben schon 3 Monate lang nichts Normales gegessen. Trinken jeden Tag Regenwasser und sie sitzen die ganze Zeit im Dunkeln. Du darfst raten, was sie am liebsten hätten. Okay, ich werde es sagen, aber ich kann dir nichts versprechen. Also, wir müssen jetzt wirklich weggehen. Wir sehen Nein, uns. Nein, Jungs, trink erst einen mit. Ich muss nur mal kurz telefonieren. Hey, und wie wär's mit mir? Klaus, die Matrosen kommen sicherlich aus Polen, aber die sind nicht völlig verrückt. Nein, ich meine, hat Henny nicht auch was für mich? Ich will auch mal ein bisschen schwarz jobben. Henny hat, wie soll ich sagen, das Vertrauen in dich etwas verloren. Warum? Ich kann das gut. Erinnerst du dich noch an den Deal mit den tropischen Fischen? Ja, das ist doch gut gegangen. Nein, Klaus, das ging absolut nicht gut. Okay, das Filetieren war ein bisschen nervig, aber sie waren super lecker und irre knusprig. Klaus, die fischigen Biester waren fürs Aquarium. Und sie wurden illegal von den Fidschi-Inseln über Ägypten und Moskau in der Unterwäsche einer Kutte von Kartäuser Klostermönchen in unser Land geschmuggelt. 30 Kracher pro Stück. Das ist doch viel zu teuer. Ja. Du hast sie für 1,50 verkauft. Außer die Panierten. Die kosteten 2 Gulden, das darfst du nicht vergessen. Komm und nimm den Karton, Sklave. Dürfen Sklaven vielleicht noch mal kurz pissen gehen, oder? Hör auf zu nörgeln, komm endlich. Entschuldigung. Jetzt stell dich doch nicht so an. Oh. Ich mach mir gleich in die Hose, Johnny. Schmiss dir in die Haare. Unglaublich. Ja. Der ganze Nachmittag im Eimer. Das ist das letzte Mal, dass ich was für Kies besorgt habe. Das nächste Mal kann sie das allein machen. Dann braucht sie aber das Auto. Hey, niemand fährt mit diesem Wagen außer mir. Bist du jetzt irgendwann mal fertig? Was hast du denn gesoffen? Das ist alles noch von gestern.
du den Kerl? Ja. Er hat schon ein paar Mal geklingelt. Guck mal. Vielleicht ist es ein Einbrecher. Also als Einbrecher ist er kein guter. An was ist denn das? Würdest du so einbrechen an der Vorderseite eines Hauses am helllichten Tag und dann es klingeln? Okay. Johnny? Okay, okay, Johnny. Was hast du dir ausgedacht? Also, Zuckis. Hör auf, Johnny, ich weiß schon alles. Diese Penner vom Sozialamt. Weißt du, dass ich niemanden kriege, der einen Betonboden gießt oder einfach nur einen Keller aushebt? Ich werde persönlich dafür sorgen, dass das aufhört. Der Inspektor muss weg. So höre ich's gern. Wie viele Leute brauchst du? Nein, ich mach das anders. Kann ich mir deine Videokamera leihen? Ich habe einen Vorschlaghammer, der ist viel schwerer. Nein, ich habe einen anderen Plan. Ich werde mit Hilfe deiner Videokamera den Inspektor in Verruf bringen. Die Kamera funktioniert auch bei künstlichem Licht. Nein, ich meine was anderes. Moment mal, ich muss was für meine persönlichen Bedürfnisse tun. Mach nur, aber ich glaube, das Klopapier ist alle. Heiliger Strohsack. Nicht schlecht. Was meinst du? Leslie? Hey! Johnny! Karlchen, das ist Leslie, meine Freundin. Auch Shorty. Gesundheit. Tja, Karlchen, ich schätze, wir haben eigentlich alles geklärt mit dem... Was machst du eigentlich? Oh, das ist was zwischen Karlchen und mir. Du musst immer so geheim tun. Naja, nicht immer. Ich sag doch auch, wie ich heiße. Ja, und dass du gern Pommes mit Zwiebeln isst. Das ist fast alles. Du sprichst eigentlich nie über deine Freunde oder deine Eltern. Hast du überhaupt welche? Nun, meiner Meinung nach habt ihr noch einiges, worüber ihr sprechen könntet. Dann gehe ich mal wieder. Ich muss noch. Tschüss, Leslie. Johnny. Tschüss, Karlchen. Kann ich dann heute Abend mal kurz reinschauen, 8 Uhr? Siehst du, jetzt schon wieder. Was ist denn das für eine Geheimsprache? Da geht's um Geschäftliches. Zerbrich dir nicht deinen schönen blonden Kopf deswegen. Ja. Bist du? Was machst du hier? Ich habe mich verirrt. Was? Ja, ich bin den ganzen Tag gelaufen und da wollte ich mich ein bisschen ausruhen. Aber das Auto da vorne, das hat so harte Sitze. Und das Auto da gegenüber, da sind die Sitze wieder viel zu weich. Aber die Sitze hier sind... Die Kiste ist kaputt! Scheiß Mistkerle! Das war überhaupt kein Inspektor, das war so ein Bibelverkäufer. Was? Dafür habe ich mich nur ins Zeug gelegt. Hey, toll, hast ein Buch dazu gekriegt. Dann brauchst du die hier wohl auch nicht mehr. Ei, ei, na, das wird Karlchen nicht so gut finden. Jetzt wird sie wohl wahrscheinlich ganz kaputt sein. Deine Freundin vor uns. Leslie, was machst du denn hier? Sie ist doch ein nettes Ding, nichts Verkehrtes. Du hättest ruhig sagen können, dass du in so einer netten Gegend wohnst, Johnny. Und in so einem Haus. Ach, er ist eben kein Angeber. Was habt ihr für viele Fernseher? Wie viele Kanäle kriegt man hier eigentlich? Weißt du, die Fernseher sind alle kaputt? Ja, ich repariere sie für 75 pro Stück. Ach so? Schön.
Und das ist das Hinterzimmer? Nein, das ist die Werkstatt von Johnny. Ma, ich hab doch gesagt, dass ich heute an dem Motor arbeiten will. Ja? Flotter. Johnny. Vielleicht. Wer will das wissen? Naja, mich schickt ein, ein Karlchen. Und worum geht's? Er sagte, dass ich zu dir kommen sollte wegen Jobs. Was meinen Sie eigentlich mit Jobs? Ganz normal, Junge. Anbau, Verdrahtung, Beschläge, so in der Art. Naja, es ist ganz schön viel Arbeit. Vielleicht kennst du noch ein paar andere Leute, die auch helfen können. Haben Sie schon mal ans Arbeitsamt gedacht? Was ist denn mit dir los? Ich biete dir Arbeit an. Hä? Schwarz? Ist denn das so schwer zu verstehen? Aha, da sind Sie hier völlig an der verkehrten Adresse. Sie meinen Schwarzarbeiter, Leute, die neben ihrer Sozialhilfe durch Jobben noch schwarz ein bisschen dazu verdienen. Nein, da haben Sie die völlig verkehrte Person vor Ihnen. Sag mal, hast du eine Macke oder so? Vollpelz. Deinen verdammten Namen. Niemand fährt dieses Auto, außer John. Danke, Klaus. Ich komme von jetzt an gut selbst zurecht. Übrigens, ihr verdient doch genug Schwarz dazu. Hör mal, Johnny, räumen wir dieses Zeug hier nochmal auf? Ich habe die Zeitung noch nicht mal gelesen. Mensch, Ma, ich war gerade dabei, den Motor zusammenzubauen, aber da musste ich für Kees das Fitnessgerät holen. Denk dir doch ein anderes Hobby aus. Ma, wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Das ist mein Leben, das ist meine Liebe. Und wegen der Nebenbei-Jobs können wir uns irgendwie noch was extra leisten. Zum Beispiel? Wie, wie das Gerät von Kees. Das nun gerade nicht, das muss ich selbst bezahlen. Ich will hier gleich essen. Geht das in deinen Schädel? Hi, Henki, haben Tut und Du keine Schule heute? Der Lehrer ist krank. Schon wieder? Ja, was willst du? Ah, Frau Flodder. Johnny. Klaus. Ich komme kurz vorbei, weil ich heute Morgen im Gemeindehaus was aufgeschnappt habe. Wenn das mal nicht ansteckend ist. Verstehe schon, witzig. Ich meine, als ich heute Morgen etwas gehört habe, ich habe mit Reinhold Müller gesprochen, von der Sozialhilfe. Der ist gerade dabei, seine Abteilung neu zu organisieren. Also war ich neugierig, was Werner, ich will diesen Freitag noch mit den Jungs um die Häuser ziehen. Bist du um die Zeit fertig oder soll ich ihn besser telefonisch absagen? Gut, was ich sagen wollte, Sie werden die Schwarzarbeitskontrollen wieder mal verstärken. Was? Wirklich, ich habe auch gekocht. Als ob jeder Sozialhilfeberechtigte irgendeinen Gelegenheitsjob hätte. Wie kommen die da nur wieder drauf? Ist das aus deinem Auto, Johnny? Ja, Werkstattkosten kann ich nicht bezahlen, also muss ich es irgendwie selbst reparieren. Ich bin stolz auf euch. Ihr packt wenigstens an, um irgendwie hinzukommen. Wie machen das die anderen? Die Schwarzarbeitkontrollen, das kapiere ich nicht. Was soll ich mir darunter vorstellen? Es gibt da einen Inspektor, der Sozialhilfeempfänger scharf unter die Lupe nimmt. Also, die sehen nach, ob sie was dazu verdienen. Ja, und... Die Identität des Inspektors ist geheim. Niemand weiß, wer es ist. Also kann es jeder sein? Ja, es kann jeder sein. Was glotzt du so? Ich bin's nicht, Johnny, wirklich nicht. Nein, Dorftrottel, erinnerst du dich denn nicht heute Morgen im Auto? Ich finde es einen Skandal, dass sie ehrliche Bürger einfach bespitzeln. Du kannst darauf wetten, dass ich hier Beschwerde einlegen werde. Ach, das ist spitze von dir, Werner. Aber mach dir auch keine Sorgen. Wir sind die ehrlichsten Sozialhilfeempfänger weit das und breit. Das habe ich Herrn Müller auch gesagt. Ich sage das einmal noch mal. Worüber ging's da die ganze Zeit? Ein Einbrecher, Ma. Am helllichten Tag. Und er stand auf der Vorderseite vom Haus. Und zuerst hat er geklingelt. Du kriegst die Motten. Meine Zigarren sind alle. Leute, wir haben ein Problem. Das kann man wohl sagen. Weil das Gerät ist ja fantastisch. Ich habe... Was guckt ihr denn so traurig? Mistding. Und Karlchen meinte, dass es einfach geht. Nein, nicht Johnny. Der liegt schon auf ihr drauf. Ja, ich bin beschäftigt, Mann. Der auch, Johnny. Wow. Hast du das gesehen? Hast du das auch drauf, Johnny? Nein, ich bin auch dabei, das Datum einzustellen. Ach, lass das doch. Du musst das filmen. Hey, Schwachkopf, könntest du vielleicht mal helfen? Na, Mädel? Du bist ganz schön vom Weg abgekommen, hä? Aber ich hab hier was für dich, dass du in Zukunft...
auf dem rechten Pfad bleibst. Bitte schön, dein Kind. Nein, 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 Johnny, das Knöpfchen da. Das weiß ich, Klaus, das weiß ich, aber es funktioniert nicht. Das rote Lämpchen, es brennt nicht, die Kiste ist kaputt. Scheiß Mistkerle, das war überhaupt kein Inspektor, das war so ein Bibelverkäufer. Was? Dafür habe ich mich nur ins Zeug gelegt. Hey, toll, hast ein Buch dazu gekriegt. Brauchst du die hier wohl auch nicht mehr? Ei, na, das wird Karlchen nicht so gut finden. Jetzt wird sie wohl wahrscheinlich ganz kaputt sein. Deine Freundin vor uns. Leslie, was machst du denn hier? Das ist doch ein nettes Ding, nichts Verkehrtes. Du hättest ruhig sagen können, dass du in so einer netten Gegend wohnst, Johnny. Und in so einem Haus. Ach, er ist eben kein Angeber. Was habt ihr für viele Fernseher? Wie viele Kanäle kriegt man hier eigentlich? Weißt du, die Fernseher sind alle kaputt? Ja, ich repariere sie für 75 pro Stück. Ach so? Schön. Und das ist das Hinterzimmer? Nein, das ist die Werkstatt von Johnny. Ma, ich hab doch gesagt, dass ich heute an dem Motor arbeiten will. Ja? Flotter. Johnny. Vielleicht. Wer will das wissen?